bist genau das, was ich mag. Bei dir bin ich daheim, da hab ich meine besten Tag. Du bist genau da, kehr ich hin. Weil ich bei dir mit dem Leben zufrieden bin. Hallo, servus und herzlich willkommen zum historischen Haarer-Podcast Geschichten von früher. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch den historischen Freitag auf den sozialen Medien. Dort widmen wir uns schon seit vielen Jahren der Alltagshistorie von Haar. Im Mittelpunkt stehen nicht die großen historischen Daten, Gebäude oder Kunstwerke. Bei uns menschelt's. Es wird manchmal skurril und lustig, aber vor allem bekommt man einen echten Eindruck davon, wie das Leben früher in Haar war. Anlässlich der 950-Jahr-Feier haben wir nun entschlossen, dass wir nicht nur mehr Texte veröffentlichen, sondern die Leute zu Wort kommen lassen. Die Zeitzeugen sozusagen. Die, die dabei waren. Die, die es erlebt haben. Die, die uns Geschichten erzählen können. Geschichten von früher. Beim Start gehen wir jetzt nicht ganz so weit zurück. Wir gehen gerade mal so gute 50 Jahre zurück. Wir starten nämlich mit dem Jagdfeld. In dem Fall starten wir mit den Jagdfeldkindern der ersten Generation. The first generation sozusagen vom Jagdfeld. Um euch schon mal ein bisschen aufzuwärmen fürs Gespräch und ins Thema einzuführen, lese ich euch jetzt noch die Geschichte vor, die wir schon mal im historischen Freitag veröffentlicht haben. Blickte man vor 1970 von der Wasserburger Straße Richtung Süden, hatte man einen freien Blick über Felder und Wiesen, soweit das Auge schauen konnte. Doch 1971 legte hier Bürgermeister Willi Treutlein den Grundstein zu einem gigantischen Wohnviertel. Auf einer Größe von 100 Fußballfeldern entstand das Jagdfeld, ein Wohngebiet, das der Gemeinde Haar in über 2700 Wohnungen an die 7000 Neubürgerinnen und Bürger bringen sollte. Bereits seit 1960 beschäftigte sich der Gemeinderat Haar mit der Großsiedlung am Jagdfeld. Wer übrigens vermutet, dass sich diese Bezeichnung aus einem alten Flurnamen ableitet, der irrt. Jagdfeld ist einfach aus dem Wettbewerb heraus entstanden. So steht's zumindest in der Chronik. Doch warum so eine Großsiedlung in der noch recht beschaulichen Gemeinde? Mit dem Bau des Jagdfelds reagiert Haar damals auf eine rasante Entwicklung, die bereits in den 60ern einsetzte. Da die Innenstädte immer stärker von Gewerbe bevölkert wurden, wurden die Wohnungen eben in Richtung Stadtrand verdrängt. Auch in Haar sollte Wohnraum entstehen. Das Ergebnis? Wir wuchsen auf einen Schlag um stolze 62%. Doch das neue Haarer Viertel, das von der neuen Heimat Bayern gebaut wurde und als 100-Millionen-Projekt gehandelt wurde, war umstritten. Städtisches Wohnen in einer Großsiedlung und der dörfliche Charakter des alten Haars, das passte für viele Althaarer einfach nicht zusammen. Man wollte auf keinen Fall ein zweites Neuperlach, das sei zu amerikanisch. Und auch die Angst vor einem zweiten Hasenbergl machte sich breit. Schließlich wollte man die Wohnungen zu erschwinglichen Preisen abgeben. Doch bei der Planung des Jagdfelds lautete die Prämisse nicht nur viele Wohneinheiten bei möglichst geringem Flächenverbrauch, es wurde auch auf Abwechslung gesetzt. So gibt es im Jagdfeld neben den dominierenden Hochhäusern auch Bungalows, Terrassen und Kettenhäuser, aber auch freistehende Einfamilienhäuser. Die Straßen verlaufen nicht typisch für ein solches Neubaugebiet streng gerade. Die Hauptschlagader des Gebiets ist eine Ringstraße, der Jagdfeldring. Ein großer, künstlich angelegter See wurde zum Wahrzeichen des Gebiets. Außerdem hat man mit einem großen Schulzentrum, einem Einkaufszentrum, Sportanlagen und Pfarrzentrum die Infrastruktur geschaffen. Und auch wenn es sich in den ersten Jahren im Jagdfeld wahrscheinlich wie in einem Leben auf einer Großbaustelle anfühlte, gab es Jagdfeldfans der ersten Stunde. Gerade die Kinder der Urfamilien der Hochhaussiedlung schwärmen noch heute vom Zusammenhalt und dem Geschehen auf den großen Innenhöfen, die überdimensionalen Spielplätzen glichen. Vor gut 15 Jahren stand das Jagdfeld wieder im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzungen.
denn es wurde wieder gebaut in der 70er-Jahre-Siedlung. Das Einkaufszentrum sollte durch Sanierungen und Umbauten wieder belebt werden. Neben einem hohen Büroturm entsteht auch ein Kino. Einige Läden werden durch Wohnhäuser ersetzt. Heute ist von einer auf dem Reißbrett geplanten Großsiedlung nichts mehr zu spüren. Das Jagdfeld hat sich zu einem durchgrünten und gut funktionierenden Viertel Haas gemausert, entgegen vieler Befürchtungen. Heute ist man sich einig, die Planung war gut und bis zu Ende gedacht. Wir begrüßen heute Jagdfeld-Fans der ersten Stunde, die Kinder der Urfamilien. Ach so, und vielleicht noch der kleine Hinweis, nicht alles von dem Erzählten ist zur Nachahmung geeignet. Liebe Kinder, liebe Jugendliche. Wir haben hier die Claudia, die Bettina, die Birgit und die Evi. Und die vier waren alle im Jagdfeld in der ersten Generation. Das sind diejenigen, die in diesen Innenhöfen gespielt haben, die sich auch seitdem kennen. Die wollen jetzt eigentlich einen Einblick geben, weil es ist ja so, dass man sich, wenn man jetzt vielleicht nicht in so einer, ich sage jetzt mal Hochhaussiedlung groß geworden ist, dass man nicht genau weiß, wie das da ist. Man stellt sich's immer anders vor. So, und ich gebe jetzt mal einfach vorher frei zur Vorstellungsrunde. Bitteschön. Ich bin die Claudia, heißt natürlich nicht mehr so wie früher. Früher war ich die Claudia Werner und ich bin tatsächlich erste Generation Jagdfeld, weil ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als wir eingezogen sind, ich weiß nicht genau, ob es 73 war, ja, müsste 73 gewesen sein. Ich hatte schon in Haar gewohnt, in Althaar, direkt bei der Autobahn ums Eck. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wie die Wege noch gepflastert wurden. Es war sehr interessant, man durfte da auch auf gar keinen Fall drauftreten. Und Rollrasen, ich meine, heute hat es jeder in seinem Garten, aber die haben da Rollen gehabt und die ausgerollt und dann lag da eine Wiese. Und man hätte theoretisch gleich drauf spielen dürfen, aber man durfte dort nicht spielen und auch nicht Fußball spielen. Das sind so die Sachen, die ich gerade jetzt so spontan noch weiß. Ich würde es einfach mal weitergeben. Mal. Ja, natürlich. Also ich bin die Bettina, früher groß. Ich bin aufgewachsen in den blauen Häusern im Jagdfeld, in einem der Durchgangshäuser. Das sagt bestimmt auch jedem was, der das Jagdfeld so ein bisschen kennt. Und das sonst sind es Kettenhäuser. Und in zwei Häusern gibt es einen Durchgang zum Innenhof. Und ich bin ein Durchgangshauskind. Und wir sind eingezogen, ich glaube November 74 war das, sind wir eingezogen. Da war es dann Winter. Und ich kann mich noch erinnern, als es dann Frühling wurde, ich war eine Kettka-Braut. Ich hatte ein Kettka schon früher, wo wir gewohnt haben, bin ich am Olympiazentrum aufgewachsen. Und dann durfte ich mit dem Kettka auch schon raus. Offensichtlich waren die Wege dann schon geteert oder gepflastert. Und ich bin da mit dem Kettka dann rumgefahren und meine Mama hat auf dem Balkon, wo wir wohnen und wo der Eingang ist, wo ich dann klingeln muss, ein großes Windrad auf dem Balkon festgemacht, dass ich immer weiß, wo ich hin muss, damit es nicht wie beim Polt passiert, dass das war immer Warmfit quasi. Und ja, und bei einem meiner ersten Ausfahrten tatsächlich Richtung See muss man natürlich schauen, wo ist da alles und Iseo, ich weiß gar nicht, ob es das da schon gab tatsächlich. Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Also in diese Richtung habe ich die Ingrid kennengelernt quasi. Und die hat im Nebenhaus gewohnt. Es hat sich dann so raus, da durften die Kinder so gerade bei den ersten Sonnenstrahlen alle raus. Jeder ist so frisch eingezogen und dann ja sind wir quasi Freundinnen geworden. Und es haben ja so viele Kinder da gewohnt, dass man nie alleine war. Das war ja das eigentlich das Beste am ganzen Jagdfeld. Gefühlt nur dass, Kinder. Dass ich kam aus dem Urlaub zurück und das Erste, was ich im Auto, ich muss schauen, wer unten ist. So war's. Ich bin die Birgit und ich bin Sommer 73, bin ich nach Haar gezogen an Jagdfeld. Davor habe ich die ersten Jahre in Engelschalking verbracht und 73 in den Sommerferien eben hergezogen und bin dann quasi im Herbst 4 Jahre alt geworden, also war noch ziemlich klein. Und bei der Bettina beim Durchgangshaus ist mir jetzt gerade eingefallen, wo sie das erzählt hat. Das war dann, wo ich in die Schule gegangen bin.
Meine Mutter hat mich immer gezwungen, Handschuhe, Schal, Mütze, weiß Gott was aufzusetzen. Und immer, wenn ich bei der Bettina da bei diesem Durchgangshaus gewesen bin, habe ich auf dem Weg in die Schule alles ausgezogen, das in den Rucksack gepackt und bin dann so in die Schule gegangen. Darf ich dann kurz was einwerfen? Die Ingrid hatte das Gleiche, die durfte sich nicht schminken, später dann, und hat in den Feuerlöschertüren im Hochhaus ihr Schminkzeug versteckt gehabt auf dem Weg nach unten. So. Ich bin die Efi und ich bin erst im Sommer 78 ins Jagdfeld gezogen, habe vorher hinter auf Kirchen und Klonn gewohnt, war schon Kindergartenkind zu dem Zeitpunkt und ich kenne aber genau die gleiche Geschichte mit der unleidigen Kleidung. Ich habe nämlich ganz oben gewohnt im 7. Stock und die Aufzugfahrt war wirklich lang und ich musste zum Schlittenfahren immer eine gestrickte Hose unter die Skihose anziehen und es war so schrecklich, dass ich die im Aufzug immer bereits mehr entledigt habe und dann unten bei den Briefkästen hinter die Heizung gestopft und wenn ich zurück, es wurde nämlich kontrolliert, ob ich die anhatte und beim Zurückkommen habe ich sie meistens vergessen. So blöd. Jetzt haben wir schon ein bisschen Einblick gekriegt. Was war denn der Vorteil an dem Ganzen? Also ich habe es jetzt schon gehört, es waren immer Kinder da zum Spielen. Also ihr wart eine Gemeinschaft oder gab es denn dann auch Rivalitäten oder gab es irgendwelche Gangs oder gab es irgendwelche, alles was diesen Vorurteilen entspricht, die man ja mal gerne über so eine Hochhaussiedlung vielleicht hat? Ich kann dazu nur sagen, Vorteile gab es nur, weil wenn man sich das vorstellt, heute... Also ich gehe jetzt mal von aus, ich wohne in München irgendwo und wachse da auf, dann muss man immer irgendwo hinfahren, wenn man zum Skifahren will, zum Baden will, zum Schlittenfahren will. Das ist wirklich, das, und wir hatten das im Hof, weil da sind die Berge gewesen, da habe ich meine ersten Skifahrten gemacht. Natürlich mit Hochziehen oder Hochlaufen, je nachdem. Schlittenfahren sowieso, die Schlitten sind... aufgereiht im Keller gestanden, die hat mal rausgezottelt, ist zum Schlittenfahren gegangen, das war direkt vor der Haustür. Die Eltern wussten eigentlich auch immer, wo man ist, weil es gab nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen durften wir von unserem Hof nicht in den, ich weiß das mit dem roten Hof auch, da nach vorne, da musste man schon Bescheid sagen, wenn man Richtung Viseo ging. Wir sind zum Schlittschuhfahren gefahren auf dem Haarer See. Damals gab es das noch nicht mit den Enten und diesem Schutzgebiet Dingsbums. Alles. Und da haben wir Schlauchbootfahrten gemacht, da sind wir unter der Brücke durchgetaucht. Da ist es nämlich tief genug, genau, dass man schwimmen konnte. Und da sind wir durchgetaucht, unten durch. 30. Und ist die Fahrrinne. Ja, ist so. Aber es ist ein Mikro. Also es war der Jagdfeld, also man muss sagen, wir sind ja alle innerhalb des Jagdfeldrings. Ich glaube, genau, das ist noch ein Unterschied. Ist ein Unterschied. Ob du innerhalb des Jagdfeldrings gewohnt hast oder im Jagdfeld. Und der Jagdfeldring, das war also der Jagdfeldring, die Straße, ist ja eine große, große gefährliche Straße gewesen. Und bis zum gewissen Alter hat man sich innerhalb dieser Gefahrenzone aufgehalten. Und das war so eine eigene Welt einfach, in der man eben Schlitten fahren konnte, Skifahren konnte, schwimmen gehen im See, also der See, der Jagdfeldsee, ja, halt, ins Freibad mit Schlauchboot, Kanu und solche Geschichten. Was noch total toll war, war im Sommer immer die ganzen Brunnen, die sind ja gelaufen. Mei, wir haben da toll wahnsinnig gespielt. Wir sind mit dem Badeanzug auf den Fontänen drauf gesessen. Also du meinst vorne die Pfeifen? Die Pfeifen, ja, ja, genau. Die sind schon lange, die stehen bei mir vorm Haus. Die silbernen Pfeifen. Die laufen, die laufen halt nicht mehr. Und das war auch immer oben drauf gesessen. Größen- und Kraftding. Wenn du nämlich auf diese Pfeifen, die da eher, genau, Richtung See, wenn man spaziert ist, was waren das denn so? Edelstahlpfeifen, oder? Was würde man sagen? Und da kam oben Wasser raus. Und wenn man eine gewisse Größe oder Kraft erlangt hat oder sehr sportlich war, konnte man sich auf den Ellenbogen aufstützen und sich dann auf so einen komischen Pfeifenbrunnen setzen. Und dann war man der King oder die Queen. Und oder dann, das war wie eine Reifeprüfung. Ja, 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 wirklich. Wenn man das erste Mal auf diese Pfeife hochgekommen mega ist. Ja. Und es ist beim Schanzenberg, ist es. Ja, genau. Ja. Da, wo die schlimmsten Schlittenunfälle waren. Genau, das ist der das ist beim Durchgangshaus, da wohne ich. Da konnten wir runterschauen und das ist der Berg, der in der Mitte eine kleine Kurve macht mit auch Bäumen, gefährlich.
Welches Durchgangshaus? Das Durchgangshaus, wo jetzt der Bär von WSB drauf ist. Ah, ja, okay. Genau. Da wohnen meine Eltern ja heute noch und da geht man durch und direkt dahinter ist der Schanzenberg. Da stehen, ich glaube, 5 Riesenbäume. Die wären heute eigentlich, wenn das als Schlittenberg ausgewiesen wäre, wahrscheinlich mit 1000 orangenen Zeug umwickelt. Natürlich sind wir da 15.000 Mal dagegen gefahren, Tütenrutschen etc. Und da konnte man Schanzen bauen. Und man ist richtig geflogen. Und auf der Nordseite, Richtung See, war das Eis. Und wir sind da natürlich runtergefahren, auch mit dem Radl runtergefahren. Mhm. Undenkbar heute. Ist auch einmal der Hubschrauber gelandet, weil einer mit dem Radl runtergefahren ist und hat sich... Ich glaube, Zähne haben im Jagdfeld viele gefehlt. Viele. Also der Mich... Verlust, also wurden verloren. Okay. Ja, und wir konnten auch dann... Also wir haben 30 Pfennig, habe ich gekriegt, und dann konnte ich mir ein Eis kaufen gehen. Das war auch im Iseo. Beim Iseo vorne. Und dann sind wir da vorgelaufen. Ja, aber das, da durfte ich hin. Also das war so, weil da keine Straße keine war. War natürlich super. Es war keine Straße. Das war das Wichtigste, dass man keine Straße hat oder das Sicherste. Aber es war so, also das hört sich echt brutal nach Freiheit an. Also es war eine sehr freie Kindheit. Auf jeden aber Fall. Mit der Grenze. Und die Grenze heißt eigentlich Jagdfeldring. Genau. So war's. Ja, aber das war in Ordnung. Aber wir durften einkaufen Alter gehen. Einfach. Ja, klar. Ich glaube, mit Eintritt in die Grundschule, weil da musste jeder, also von innerhalb des Jagdfeldrings, musste man halt leider, oder nicht leider halt, man musste dann über den Jagdfeldring, um in die Grundschule zu kommen. Und ich glaube, damit hat man dann einfach, hey, erste Klasse, ich darf auch weiter weggehen, als nur innerhalb dieses... Ja. Die Evi hat bestimmt über die Ampel gehen müssen eigentlich, oder? Ich musste über die Ampel gehen und ich... Die Ampel hinten, ja. Nee, das war in meinem Jahr, glaube ich, in meinem Schuljahr 78 ist die eingeweiht worden. Mhm. Aber schon die es noch gibt. Die gibt's noch. Die gibt's noch. Die Ampel direkt im Jagdfeld, genau. Ich habe genau gegenüber vom Schulhof gewohnt und ich musste aber so ein Karree ausgehen, weil es sicherer war. Aber ich habe eigentlich auch immer die Kinder beneidet, zumindest im ersten Schuljahr, die einen weiteren Schulweg hatten, weil ich ja auch sehr stolz war auf meinen Schulranzen. Und das irgendwie kaum jemand zur Kenntnis nehmen konnte, weil ich so einen kurzen Schulweg hatte. Und die Brücke, die hat ja mal so geboinkt. Ja. Also die Brücke, da möchte ich nämlich auch noch was zur großen Freiheit dazu sagen, weil das war ja auch, wenn ich heute drüber nachdenke, wirklich lebensgefährlich. Aber wir sind mit unseren Rollschuhen die blaue Brücke runter und unten dann noch diesen Fahrradhuckel. Ja. Und wir haben die blaue Brücke, die jetzt die abgerissen. Die so rippelig war. So direkt das war die blaue Brücke. Weil die blau war. Blau war. Gut, die andere Brücke ist die über die Wasserburger. Das ist halt die große. Es gibt nur die. Und die blaue Brücke ist die Schulbrücke. Ja, war da bei der Brücke nicht noch so ein Getränkeautomat unten noch, wo man sich nach der Schule irgendwie so. Später Kippenautomat. Aber nee, diese Limo und so weiter ziehen konnte. Nein. Du meinst im Einkaufszentrum, da gab's ein aber... Pets, da gab es ein Pets-Dings direkt beim H&E-Markt, hieß das. H&E-Markt, wo jetzt der NKD drin ist. Und da gab es ein Pets-Automaten, das weiß ich noch ganz am Anfang. Mhm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist so ein durchgedachtes Viertel insgesamt. Also man hat sich schon überlegt, was man macht. Also mit dem das war See. Top, war das. Okay. Die haben das wirklich gut gemacht und gut durchdacht. Möglicherweise auch die Mischung, dass es eben schon auch, es waren ja schon auch viel Sozialwohnungen, sagt man, glaube ich. Und es waren aber auch viel Beamtenwohnungen, aber durch einfach diese Bungalows und Reihenhäuser. Ich meine, das war einfach durchdacht und durchmischt das Ganze. Und alle Kinder gingen in die gleiche Grundschule. Und klar, der Weg hat sich irgendwann getrennt, wie auch immer. Aber ich würde sagen, zu meiner Zeit als Kind in dem Hof gab es keinerlei soziale... Gefälle? Oder? Nein, das wusste man wir auch haben nicht. Alle miteinander gespielt eigentlich. Wissen die Kinder einfach, wie die anderen sozial dastehen, möglicherweise. Und es war halt natürlich auch von der Zeit, die wenigsten... Mütter haben gearbeitet, also ich sage jetzt mal, der Großteil war einfach zu Hause zu der Zeit von den Müttern. Und wenn nicht, war immer jemand da. Also in dem Hof waren Kinder immer indirekt unter Aufsicht von
Müttern, anderen, Vätern, ja, oder man hat immer irgendwo klingeln können oder ist im Hof gestanden, Mama, du hast Hunger, egal in welchem Stockwerk man gewohnt hat. Es hat immer irgendjemand was gebracht, geholt. Also ich war behütet. Ich würde mal sagen, sehr behütet. Auf jeden Fall. Gut, es war eine andere Zeit, ganz klar. Dass, das ist ein bisschen Alter, dass man, dass wir halt, wir durften ja auch einfach raus, weil wir auch nicht betreut waren bis 17 Uhr oder wie das halt heute so ist, weil das auch gar nicht notwendig war. Und ich fand es immer furchtbar, wenn einer, die hießen bei uns Schlüsselkinder, das sind halt die Kinder gewesen, wo keiner daheim war, die später dann nicht mehr im Hort waren, weil sie halt einfach schon aus dem Hort raus waren. Ich glaube, das war damals auch 6. Klasse, war Ende Hort dann danach. Und das war schon so, die Hortkinder kamen natürlich, die waren jetzt nicht so wahnsinnig integriert, weil wenn wir die ganze Zeit Völkerball und weiß was ich, alles mögliche auf der Wiese gespielt haben, und wir haben auf der Wiese gespielt, verbotenerweise. Fußball spielen war verboten, und der Herr, ich sag's jetzt nicht Hausmeister, hat die Bälle immer mitgenommen, kaputt gemacht, und das war wirklich ob er es wirklich kaputt gemacht hat, aber das war dann so der Herr P. Macht die. ich weiß heute noch, wo er gewohnt hatte. Groß war er nicht. War das mein Fußballspiel verboten, und das war schon so, weil ich gesagt habe, Entschuldigung, wieso ist das verboten? Und es war ein Paradies. Natürlich haben wir Fußball gespielt, Völkerball. Und das Tolle war, egal wann du rausgegangen bist, also es war wirklich, du hast aus dem Fenster geschaut, wir haben im 3. Stock gewohnt, hat man einen guten Überblick gehabt. Und es war dann so, sobald der oder die Erste draußen war, hey, da ist jemand im Hof, ich gehe runter. Und dann, ja, wie die Kinder halt alle raus. Ja, das war wirklich das Besondere, glaube ich, weil es einfach groß und klein war. Genau. Oder? Man hat von den Großen ganz viel gelernt. Und wir hatten Tischtennisplatten auch im Hof bei uns. Es wurde ganz viel Tischtennis gespielt. Ich habe Turnen gelernt an diesen Spielplatzstangen von den großen Mädchen. Es haben groß und klein zusammengespielt, und man musste sich nicht verabreden. Was einfach. Das war cool, ja, das stimmt. Was ich noch total gut fand, ist, ich habe im Roten Haus gewohnt und im 4. Stock. Und meine Mutter hat immer, wenn es dann Zeit war zum Abendessen, hat die gepfiffen. Also meine Mama hat so richtig klassisch gut auf zwei Fingern pfeifen können. Meine Mama so auch. Richtig laut. Wahrscheinlich bin ich immer ich kann auch pfeifen. Durch den ganzen Hof geschallt hat. Und das Lustige war, jeder hat schon gewusst, das ist der Birgit, ihre Mama, ihr Pfiff. Also der Pfiff war schon bekannt. Das heißt, wenn ich ihn nicht gehört habe und irgendjemand anders das gehört hat, Birgit, nach Hause, der Mama pfiffen. Das war voll gut. Und mein Vater konnte nicht pfeifen, aber der hatte so eine Pilone und hat runtergerufen in den Hof. Und das war sehr laut. Und das wusste auch immer schon jeder mit dieser Pilone. Wenn schon die Pilone über die Balkonbrüstung kam, wussten schon alle Bescheid. Waren die Eltern auch befreundet? Also, nein, bei uns nicht. Nee. Aber bei uns war das super. Also wir hatten also bei ob uns sie befreundet waren, weiß man nicht, aber sie sind beieinander geguckt und haben gehört. Also wir hatten bei uns im Haus hatten wir legendär Waschraumfasching. Stimmt, bei euch jedes Jahr. Doch, da haben wir uns angewandt. Total geil. Alles auch rausgeräumt oder so, und dann wurde am Nachmittag halt dann eben war dann bestimmt verboten heute. Bestimmt, ja. Und am Abend sind dann die Eltern noch zusammengesessen und haben in den Waschräumen gefeiert bis spät in die Nacht. Also ich möchte es als Kind jetzt gar nicht wissen. Es war bestimmt uferlos, aber war bestimmt lustig, ja. Aber ich glaube, das kam auch drauf an. Bei euch waren auch viele Kollegen im Haus. Ja. Ich glaube, das kam tatsächlich drauf an. Es war ja dann so, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Da gab es dann die, das sind die Grenzschützer, heißt das Grenzschützer? Grenzer, die Polizisten oder die Beamten. Die vom Flughafen halt. Und wenn die sich natürlich kannten und dann privat, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen anders gewesen, möglicherweise. Ach, bei uns aber eigentlich haben alle sich, es kannten sich eigentlich schon irgendwie alle. Ob die sie jetzt alle Menge haben und verstanden haben, ist das andere. Aber es war ja riesen. Aber meine Mama hat zum Beispiel nie jemanden geduzt. Aber deine Mama immer kennt gesiezt. Jeder, Bettina. Ja, die kennt die, aber das war immer Frau von gegenüber. Frau sowieso und nebendran und grüß Gott, man hat sich unterhalten, aber das war nie so, dass bei meinen Eltern jetzt, das war immer mit Herr und Frau.
Was ich lustig fand, ist, dass meine Eltern haben ja damals auch einen Kegelverein gegründet und der ist bis vor kurzem hat der gehalten. Aus Altersgründen haben sie es vor, weiß nicht, vor 5 Jahren oder so vielleicht aufgeben oder so, aber das hat jetzt jahrzehntelang gehalten. Also auch so eine Gemeinschaft. Die haben im Bonifaz immer gekegelt, gell? Unten in der Kegelbahn, oder? Genau, ja. Mei, da kenne ich sogar die Kirche noch. Da war die Kirche ja noch gar nicht. Ja, die erste, die Holzbaracke war. Die Holzbaracke. Genau. Da bin ich runtergerutscht am Seil und haben mir solche Brandblasen geholt. Das war furchtbar. Wie das am Seil, am Glockenseil also oder was? Nein, das war kurz bevor sie es abgerissen haben. Das war furchtbar. Das war der Ingrid, verbotenerweise. Ja, das war Holzbaracke, ja. Die erste Kirche. Das war ganz viel später erst. Ich glaube, jeder ist einmal britschelnass im Winter auf dem Radl am Gepäckträger heimgefahren, weil das Eis am See ja, klar. Dünn war. Gebrochen ist. Bepina, aber Bepina man auf jeden muss Fall, dazu oder? Sagen, der See hatte Chancen zuzufrieren und wir haben viele, viele Winter, ich glaube, es hat jeder Eislaufen gelernt. Ja, ich glaube, das hat nicht nur was mit kalt genug zu tun, sondern es ist einfach, wir haben gewusst, wenn wir es kaputt machen, können wir nicht Eislaufen. Und es ist einfach eher dann kaputt gegangen, weil man dachte, es trägt schon und dann eingebrochen ist. Aber das hat man sich ja gemerkt bis zum nächsten Winter. Also der See war schon das größte Spielparadies, würde ich sagen, mit einem Schlauchboot unter den Fontänen durch. Und im Sommer hat man jedes Jahr, wenn der Frühling kam, neue Wassersandalen bekommen, weil der See ja voller Scherben auch war. Ja. Und man glitschig. Ja immer und glitschig. Glitschig und voller Scherben. Und jedes Jahr hat man bei Schuh-Döring, das da ja auch war, ja. Wisst ihr das noch? Ja. Da, wo jetzt ja, die Apotheke ist. Bei Schuh-Döring. Ja, und davor war er da, wo früher auch der Jagdfeldhof war. Ja. Ah, stimmt. Ja. Der da beim Kiosk und dabei war. Ja. Die Bay war beim Kiosk. Da war Schuh-Döring. Und da hat man jedes Jahr im Frühjahr neue Wassersandalen bekommen, weil Scherbenschutz. Die waren aber ganz wichtig. In meiner Erinnerung war ja eigentlich, also der See am See, das war ja total klar. Im Nachhinein, jetzt denke ich mir, komisch, wenn der so klar war, warum sind wir dann immer ausgerutscht? Der da war auch immer schon die Schlonze. Was ist denn das, halt. So ein Schlonze? Enten waren keine. Nein. Die haben sich verirrt. Die sind damals angekommen und dann haben die erstmal ausgewildert. Die haben die eingefangen und haben die irgendwo. Das war nicht Kleinhessener See oder so ausgebildet. Angelegt. Das haben die mehrere Jahre gemacht, bis sie es irgendwann aufgegeben haben. Also darf ich noch kurz einen Hotspot natürlich sagen? Ihr wisst es bestimmt auch alle, die Bay war. Ja, da war der schlimme Kiosk. Zoo, Garten. Ja, genau, da gab es nämlich Schlangen, Spinnen, ja, alles, Welpen, alles. Hasen, ja. Fische. Das darf. Das darf ja. Und später war ein Hotspot der Gersdorf. Ja, der natürlich. Ja. Das war auch ein Hotspot, das war, da waren wir schon älter natürlich. Aber das sind so die... genau. Ja. Und könnt ihr euch, weiß nicht, die Bettina vielleicht an den Sommer erinnern, wo alle, ich glaube, es gab es ursprünglich im Yps-Heft und weil das immer so teuer war, haben wir in der Bay war dann diese Pflanzenstangen gekauft und Blasrohre gehabt. Blasrohr, um Gottes Willen. Der Blasrohrsommer. Ja, das war richtig schmerzhaft. Erbsen, getrocknete Erbsen. Das war so Plastikröhr. Und ich glaube, dass alle Jagdfeldkinder in dem Sommer ein Blasrohr hatten. Also ich sicher nicht. Ich schon. Getrocknete Erbsen und es hat richtig wehgetan. Ne? Und die Peitschenpflanzen, die waren auch fies. Die mit den gelben Bobbele. Wow. Und Entschuldigung, wer kann sich an die Fanta-Weltmeisterschaft erinnern? Im Jojo. Jojo. Ah, ja, klar, natürlich. Orange und blau. Ich hab's noch. Und Schreibwaren Bartelt hat die verkauft, die Fanta-Jojos. Die war auch eine Institution, das muss man jetzt wirklich sagen. Slush-Papi. Esspapier, Slush-Papi, das schlimmste Getränk ever. Heute wird man es nicht mehr, wird man schon noch kaufen. Gibt's immer noch, aber da habe ich die Pfennige ausgeschnitten. Immer. Genau, wenn du 10 gehabt hast, hast du eins umsonst gekriegt. Und die hatte wirklich geil so Schleckertüten. Also. Ja. Und dann Mischtüte. Eine Tüte Mischung. Und die war wirklich, ich weiß es nicht, ihr wisst es, ob das selber die Frau Bartel war. Ja, und was auch immer noch toll war, das haben wir auch schon mal besprochen, ist diese ferngesteuerte Boote-Geschichte. Die Modellbauer. Ja, beim Seefest. Seefest war Seefest mega. Aber da weiß ich noch, dass ich da meine erste ferngesteuerte Ente gesehen habe und ich war schockiert. Also Seefest war, und also da muss man dazu sagen, ich meine, es gab jetzt schon mehrere Feste am See auch, aber dieses Seefest, damals das wahrscheinlich hat man als Kind eine andere Empfindung gehabt, aber man hat das Gefühl war, alle waren da,
und alle hatten Spaß. Es war ja Freude. Beleuchtet mit Abends und da waren die auf diese schönen großen Schiffe, ja, hatten diese Lichterketten und so. Das war wirklich sehr liebevoll, muss ich sagen. Geliebt habe war auch dieses, wo das Iseo unten gewesen ist. Ja, im See. Ich glaube im Jagdfeldhof, der war ja, der ist ja jetzt im, wie heißt das? Rathauskarree. Der war ja, jetzt muss ich überlegen, da wo diese Häuser am See gebaut sind. Da war ja früher eben die Baywa und Gerstorf, der krasse Kiosk und der Gerstorf und eben der Jagdfeldhof. Und der Jagdfeldhof war eine Institution. Ich glaube, 99% haben ihre Kommunion, Firmung, Taufe, Hochzeitsessen in dem legendären Jagdfeldhof gefeiert. Ich auch meine Kommunion. Und ich auch. Genghis Khan-Spieß. Ein Schwert, einen Meter lang, ein Fleischfetzen an den anderen gereiht. Habt ihr das Gefühl, dass es irgendwelche Vorurteile gab damals? Weil ich denke, das also damals so, nicht. Seid ihr irgendwie konfrontiert worden mit irgendwie, oh, das ist aus der Hochhaussiedlung? Nee. Also echt? Hochhaus nicht. Ich hatte ein Problem mit Haar tatsächlich. Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich beim Teufelsrad auf der Wiesn mitmachen wollte. Und dann fragt der Moderator immer, wo man herkommt. Und dann habe ich gesagt, ich mache da nicht mit, weil der sagt, ich komme aus der Klinik. Weil Haar war damals einfach Klinik. Das ist heute nicht mehr so. Also man kennt es noch, aber früher war Haar nur Klinik, da wohnte niemand, also für die Leute aus der Stadt. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das mit der Hochhausgeschichte da zu tun hat. Im Gegenteil, als ich dann später im Gymnasium war, hier im EMG, war ich in der Klasse, wo ganz Waldrudering, also die andere Hälfte war, kam aus Waldrudering. Das hat, also da hat es überhaupt keine, zumindest habe ich das nicht, war das nicht spürbar für mich. Ich glaube, das kam tatsächlich später. Und da muss man auch dazu sagen, es hat sich dann auch einfach verändert, das muss man sagen. Also ich würde jetzt mal behaupten, die erste Generation oder junge Generation oder wie auch immer, es hat sich dann schon verändert im Jagdfeld, an was das lag, ob das daran lag, dass weniger Kinder betreut oder mehr Kinder fremdbetreut wurden oder es einfach Alkohol, Drogen, wie auch immer. Wir wurden ja auch alle älter. Der eine hat den Weg eingeschlagen, der andere hat den Weg eingeschlagen. Und ich denke, es gab dann einfach Probleme wie überall. Und vielleicht hat man es nicht rechtzeitig erkannt, aber ich glaube, es war schon eine Zeit, wo man schauen musste, welchen Weg geht man. Und wo es schon große Probleme gab. Und das hat sich, glaube ich, auch lange gehalten. Und ich finde auch, dass ganz lange irgendwann mal gar keine Kinder mehr im Hof waren. Also ich radel da immer ganz gerne durch. Und ich bin jetzt erst vor 2 Tagen gemacht. Ich radel jetzt mal so meinen Weg, wie ich immer im Hof, wo ich geradelt bin und gegangen bin, durch. Und habe mich eigentlich vor 3 Tagen total gefreut, weil es waren unfassbar viele Kinder draußen, unfassbar viele Familien. Ganz viele bunte Nationalitäten, die dieses Angebot jetzt nutzen und mit ihren Kindern draußen sind und das genießen. Aber ich finde, es gab jetzt 3, 4, 5 Jahre, wo keine Kinder draußen waren. Obwohl also sie den Eindruck, schönsten Spielplatz Welt haben. Ich habe den gleichen Eindruck und was jetzt so schade ist, finde ich, oder so, sie haben die ganzen Spielplätze, haben sie rückgebaut oder so, ist das jetzt mehr Fläche, aber weniger Spielplatz, das heißt, es ist fast keine Sandkiste mehr da. Und also ich habe den gleichen Eindruck, bin auch wieder durchgefahren oder so und da sind total viele kleine Kinder jetzt da, die eigentlich nicht wirklich irgendwie eine Sandkiste zum Spielen haben. Also deine Mama wohnt noch da, oder? Wo sie früher gewohnt hat. Genau. Genau, meine Eltern auch noch, also im Durchgangshaus mit dem grässlichen Bären. Ich möchte da jetzt kurz dazu sagen, dass ich auch im Durchgangshaus wohne. Aber andere. Ich nicht. Also, wie auch immer, meine Eltern wohnen immer noch da und im Winter kann ich tatsächlich auch sehen, dass wieder viel mehr Kinder Schlitten fahren oder rutschen auf dem Hosenboden oder wie auch immer. Und ich finde auch der Spielplatz vorne, also bei uns ist direkt Spielplatz vorne auch noch, vor der Haustür, da sitzen auch viel Mütter mit Kindern immer und da ist immer Halligalli tatsächlich. Und ich finde, dass der Spielplatz in der Mitte von unserem Hof, also vom das Trampolin jetzt da ist. Das ist super. Und das finde ich, haben die wirklich super gemacht, weil der wird wahnsinnig genutzt. Das war echt ein doofer Spielplatz früher, also jetzt vorher.
Und den haben sie jetzt vor, ich sag, was weiß ich, 5 Jahre oder so, haben sie den neu gemacht und haben so ein ganz flaches Trampolin so da reingemacht. Ja, Erdtrampolin, genau. Und das finde ich hier natürlich super. Ich würde mir wünschen, dass die Brunnen wieder laufen würden, ja, weil zum Beispiel Wahnsinn. diese großen Steine ganz hinten zur Ferdinand-Kubell-Straße, die war, aber der Brunnen, die, wie habt ihr das vorher genannt, die Pfeifenbrunnen, also die silbernen Dingsbrunnen, die sind auch direkt da, die waren super zum Durchlaufen, Slalom und es war einfach, du bist im Bikini oder Badeanzug rausgegangen und du hast unten eine Decke gehabt, irgendein Spielzeug, was du trinken und bist an den Brunnen gewesen und es war top. Und sie haben auch den Brunnen, die Fontänen, die Evi vorher erwähnt hat, am See haben sie weggemacht, weil das, die liefen dann danach dann auch nimmer. Und die waren super. Das war erstens war da immer, also du hattest immer das Gefühl, es ist was los, weil halt, und die Kinder waren natürlich im See, aber auch selbst ohne. Ja, kannst du auftauchen, ohne dass du nass wirst. Oder ja, oder man konnte spielen. Du saßt am Rand und hast die Füße drauf und gespritzt und was weiß ich. Also immer eine Erfrischung. Fand ich schon, das hat es schon belebt. Also wie viele Kinder, denkt ihr, waren das so? Um Gottes Willen. Boah. Also ich kann mir vorstellen, das ist ein 7-stöckiges Haus. Immer so mit Zwischenebene und so. 20, 25 Kinder allein in unserem Haus. Mhm. Und im Nebenhaus vielleicht nicht ganz so viele. Die waren nicht alle so alt wie ich natürlich. Es waren auch jüngere Kinder dabei und auch welche, die mit ihren 14-jährigen Kindern da hingezogen sind, wo ich schon erst drei war. Aber letztendlich sind die da auch ein- und ausgegangen. Die haben das vielleicht jetzt nicht so mitbekommen mit Spielen draußen natürlich, die großen Kinder. Aber so alle, die so mit zwischen 3 und 6 oder so da hingezogen sind. Das ist auch ein Unterschied. Das ist schon ein Unterschied. Also, ja, wir waren einfach praktisch klein. In diesem Alter, noch nicht im Kindergarten, aber ich darf schon, entweder ist meine Mama mit rausgegangen, aber so Kontakte knüpfen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt Jagdfeldkinder der ersten Generation fragen würde, Jagdfeldkinder der ersten Generation, ich bin in der Pubertät, ob das jetzt für Jugendliche oder junge Heranwachsende auch so toll war, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher bezweifeln, weil es gab eben noch nicht diesen, den Ärztekeller gab es erst später und der war natürlich total verrufen, das war eher um Gottes, also das war so, da gehen wir mal in Lebaneti, da gab es auch noch kein Dino. Und das für die war das, glaube ich, echt schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass die sich auch gefunden haben. Weil die haben sich schon auch im Hof getroffen, die Älteren. Ja. Aber ich kann halt nicht, ich kann jetzt nicht aus meiner Sicht nachvollziehen, wir haben auch mit Älteren gespielt. Das war schon auch... Also ich muss fragen, wenn ich die Linie Heizkraftwerk übertrete, also das Heizkraftwerk ist quasi von meiner Reihe das letzte Haus Richtung See. Da haben wir uns immer und da gab es auch einen Spielplatz, bis zu dem durfte ich, der ist weg, den haben sie relativ früh schon weg, da waren so Styropor-Schaukelkugeln, das kennen ganz wenige Leute tatsächlich, wenn ich da frage. Die sind auch relativ schnell kaputt gegangen, Styropor, ja, ist klar. Und dann der nächste Spielplatz, das war der mit dem Karussell, da hat die Evi eher gewohnt. Und wenn man dahin wollte, das musste ich schon sagen. Also da ist meine Mama hin und wieder auch noch mitgegangen, natürlich am Anfang, weil da sucht man dann nicht. Man sucht halt erst im Umkreis und dann so. Und ansonsten, wenn ich natürlich zu Coop, Schreibi, Iseo oder Kiosk oder Baywa oder so hin wollte, musste ich das auch sagen. Und insofern war dessen Gesetz, ist klar. Und natürlich haben die Kinder aus dem Hof von vorne, den ich jetzt auch Roten Hof nenne, und die Kinder aus dem Hof hinten, die haben, waren eher so zusammen, ist ja klar, weil die kannten sich halt. Mhm. Gab es irgendwelche Hierarchien? War das zum Beispiel so, was ich, wenn man im 7. Stock gewohnt hat, toller als wenn man Nö, nee. Also die Älteren halt. Hat oder nicht? Ja, genau. Nee, ja, die Älteren. Es gab schon welche, so, die sind aber gar lieber fernhalten. Aber das waren halt einfach, wahrscheinlich waren die älter oder das gab es also schon, kann dass mich man um manch einen oder einen Bogen rumgemacht hat. Das sind vielleicht auch einfach Geschichten
vorausgeeilt, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht, muss man auch nicht breitreden, aber das gab es schon. Also ich kann mich erinnern an eine Szenerie bei uns am Nebenhaus, also vor Ingrids Haus hat es einen relativ großen Baum gegeben, auf dem man auch draufklettern konnte und in den Ästen sitzen konnte. Und da ist gerade Krieg der Sterne rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich sage jetzt mal Anfang 81 oder 82 oder so. Und da war ich noch zu jung und die ganzen Älteren durften das schon anschauen, im Kino auch, ich nicht. Und die haben das dann nachgespielt. Und natürlich ist man da nur geschissenes Fußvolk hinten aus, wenn man so klein ist. Und die ganzen Großen und die Älteren, Prinzessin Leia, das war natürlich so... Oh toll, die darf Prinzessin Leia sein, das ist ja super. Und da durfte ich natürlich nur eher Zuschauer sein. Also insofern die Hierarchien, was die Älteren angeht, das hat es schon gegeben. Die Älteren haben schon Sagen gehabt, die älteren Geschwister oder so. Und ich hatte keine älteren Geschwister, insofern musste ich mich da natürlich einordnen. Aber sind denn Freundschaften geblieben? Also ich denke, vielleicht auf entfernt, aber wenn man sich trifft, ist es nach wie vor. Ich glaube, die Bettina hat tatsächlich ihre älteste Freundin nach wie vor noch. Ja, die ist das, genau. Mit der. Und erst letzte Kleinkinder kennengelernt. Genau. Im Hof. Genau. Und die Kiki, die haben wir tatsächlich, als die Ingrid das letzte Mal da war, die wohnt jetzt im Ausland, habe ich mich mit der Kiki, die hat unter mir gewohnt, mit der habe ich mich dann auch getroffen und es ist auch wie früher. Und meine damalige Erstklassfreundin, mit der habe ich auch keinen Kontakt mehr, aber wenn wir uns treffen, ist auch nett. Die wohnt auch noch in Haar. Die hat es auch nie rausgeschafft. Also es ist schon so ein bisschen kosmosmäßig. Was heißt denn rausgeschafft immer? Ja, es hört sich so negativ an, aber ist es gar aber nicht. Es ist so diese, ist wenn man so halt heute gehen die Kinder immer, du sollst ins Ausland gehen, du sollst mal geh deinen Weg und mal ne? Und ich bin ausgezogen in die Ludwig-Moser-Straße und dann bin ich in die Jagdstraße gezogen und jetzt wohne ich in Egelfing so. Und als dann alle so Familie gegründet haben oder so, ganz viele kommen einfach wieder. Also irgendwas hat's schon hier. So schlecht kann es nicht sein bei uns in Haar. Also ich habe sogar meine Ausbildung in Haar gemacht. Ich finde, das ist schon was, was es auszeichnet. Okay, das ist wirklich krass. Ja. Das ist aber ja, die gibt's ja nicht mehr. Die gibt's. Das kann keiner mehr toppen. Ich finde, dafür müsste man eine Ehrung erfinden. Ja, eine aber neue. Es ist so, ich ja. Ja. Ich will ein Nein, T-Shirt. Aber jetzt ohne Nein. Ich will jetzt noch was sagen, ob ihr euch daran erinnert. Einmal im Jahr mindestens kam der Vertikutierer in den Hof. Mit die Pappel. Ja. Der hat solche wie Kronkorken ja? aus dem nee, Rasen wie Korken also wie, also wie ja wie Weinflaschenkorken genau. Maschine also hat der aus dem Boden gestochen und das waren die schlimmsten Schlachten jedes Jahr ja, der Welt. Ja, es wurde natürlich mit diesen geschossen und geworfen. Es war wirklich in übelster Art und Weise wenn es die gab waren. Das hat so weh getan so es gab viele gekämpft. Verletzte. Und aber es war ein jährliches ja. Fest, wenn der Vertikutierer kam. Ja, korrekt. Nein, also wenn man so zurück überlegt, haben wir schon auch, also Kraft jetzt weniger, aber ja, es wurde schon auch, heute sagt man, gefaltet. Was wünscht ihr denn dem Jagdfeld und seinen Bewohnern für die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass die Leute das auch schätzen, dass das, was das bedeutet, dass man so aufwachsen darf mit diesem Grün auch und so. Ich meine, natürlich ist es ein Hochhaus, aber das ist für Kinder wirklich toll. Ich würde mir wünschen, dass sie es schätzen lernen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die da ein bisschen aufpassen auf den See und dass das nicht alles so verranzt und dass das einfach irgendwie nett ist da. Also ich darf jetzt noch mal kurz was zu dem Durchgangshaus sagen. Roter Faden. Ja. Jedes Mal, also ich komme wirklich oft zu meinen Eltern. Ich sage jetzt mal... Liegt da noch mein Schal? Da ist... sehr oft die Lampe kaputt gemacht in dem Durchgang. Und das sind halt so Sachen, das verstehe ich einfach nicht. Ich will jetzt auch noch was sagen. Ich wünsche denen eigentlich, glaube ich, dass sie auch so eine Haussolidarität, die gab es nämlich, erleben. Also ich weiß, dass wenn meine Eltern ausgegangen sind, die Nachbarin von einem Stockwerk drunter ab und zu bei uns oben reingeschaut hat, Babyphones oder so gab es noch nicht. Und dass wir wussten, wenn irgendwas ist, können wir da runtergehen.
unten im Haus hat die eine alte Dame gewohnt. Unten im Haus gab es immer ein Einzimmer-Apartment. Und bei uns war das die Frau S. Und die war alleinstehend. Die hat immer die Haustür offen gehabt. Die kannte jeden im Haus. Und wenn man, die Wohnungstür war offen. Und wenn man gekommen ist, hat man reingerufen, hallo Frau. Und oft hat man ihr den Faden in die Nähmaschine eingefädelt, weil sie das nicht mehr sehen konnte. Und die hat auch davon profitiert und wir von ihr. Weil wenn man seinen Schlüssel vergessen hatte, hat sie einem die Tür aufgemacht. Und ich wünsche mir, dass sie das erleben können. Wow. Ja. Ja, wir hatten auch so eine Frau, also in dieser Wohnung, diese Dame, die bei uns da gewohnt hat, die war auch älter und da hat es immer Bonbons gegeben, gelegentlich mal und so. Und wenn die Kinder, ja, das ist so, die konnten natürlich auch den Spielplatz dann da sehen und so, das ist schon irgendwie nett gewesen alles. Wird das Jagdfeld also unterschätzt oder wie erklärt ihr euch das, dass manche Leute einfach ganz klar sagen, sie möchten da eigentlich nicht wohnen? Haarer oder Münchner, aus welchen Gründen auch immer dort nicht wohnen wollen, weil der Anspruch einfach anders ist. Und es kann aber nicht jeder Erdgeschosswohnung mit Garten, es geht nicht. Und wie du schon gesagt hast, man weiß gar nicht, wie toll es ist, was für einen riesen Garten man dort hat im Jagdfeld, ja. Nee, und die Wohnungen sind ja auch super geschnitten. Und die Wohnungen, ich glaube, es gibt die Wohnungen sind so durchdacht und toll und gut geschnitten. Helle Wohnungen, wirklich schlau, man kann Möbel stellen. Also wirklich, man kann da Möbel hinstellen, ohne dass es halb in der Tür oder im Fenster steht. Jede Wohnung hat den Balkon und wie gesagt, das Einzige, was ist, das Bad und Toilette ohne Fenster war. Ja. Ja, aber die Toilette separat, wie cool. Auch toll. Ja. Perfekte Grundrisse von den Wohnungen, auch zu den Nachbarn eben immer hin oder so, dass man sagt, da wo der eine das Wohnzimmer hat, hat der andere nicht das Schlafzimmer. Also auch wirklich komplett durchdacht, da war wirklich ein ganz schlauer Kopf dahinter, der diese Wohnblöcke geplant hat, sodass man sich untereinander auch gar nicht großartig stört. Also das ist wirklich, und es ist, die Häuser schauen vielleicht von außen her immer vielleicht nicht so toll aus, aber die Wohnungen drinnen, wenn man da mal reinschaut oder so, wirklich super. Jetzt haben wir ja wirklich schon einige sehr witzige Geschichten von euch gehört aus eurer Kindheit im Jagdfeld. Frage, gibt es denn sowas wie ein eindrücklichstes Erlebnis aus der Zeit? Was tatsächlich mir immer einfällt und wo ich mit Älteren auch lache, Genghis Khan, also dass die kamen halt raus, als wir wir haben zu Genghis Khan auf dem Vulkan, also der Berg war ein Vulkan bei uns im Hof. Wir haben so getanzt zu der Musik mit Kassettenrekorder noch, mit Play und so. Und wir haben immer gedacht, wir sind so gut und wir laden die mal ein zu uns im Hof und tanzen ihnen unsere Performance vor. Und wir haben halt so wild getanzt, dass die Regenwürmer hochgekommen sind. Das ist eigentlich sehr lustig, weil seitdem weiß ich, die kommen, also die meinen es doch ohne Schmarrn. Und also wir waren Genghis Khan, es war Wahnsinn. Und dass sich die, was auch witzig ist, weil es war ja schwerer Abfahrtslauf und Sprungschanze und alles, es hat sich auch tatsächlich beim Abfahrtslauf im Jagdfeld, gab es auch Beinbrüche, also tatsächlich hochdramatisch. Alles vorgekommen. Ja, also gestürzt sind wir oft. Ja. Also blaue Knie, offene Knie und so. Also bei mir eindrücklichst, ich würde mal sagen, die vielen Aufführungen, die wir gemacht haben, alle Kinder im Hof, das Zirkus. Wir haben Zirkus aufgeführt mit 50 Pfennig Eintritt, alle Eltern eingeladen. Haben wir gemacht, hinten Hula-Hoop-Show, habe ich Foto. Habe ich Foto. Und der Leierkastenmann kam. Und wir haben das aufgemalt hier mit... nicht Kastlupfen, sondern Völkerball. Mhm. Da war ich wirklich gut in Völkerball. Mhm. Das haben wir mit Kreide aufgemalt, direkt unter den Fenstern da waren auch Babys mit Mittagsschlaf und sowas. Aber das war wurscht, wirklich. Wir haben da gespielt, weil es war immer aus einer Familie irgendein Kind dabei, wo die Eltern halt nichts dagegen haben konnten. Und die ganzen älteren Herrschaften, die fanden das ganz, und es war ja um 6 oder Pfeifen, Essen. Und dann war es auch vorbei tatsächlich. Also wir haben unsere ganzen Playmobil-Sachen noch oder was weiß ich nach unten geschleift, haben im Sandkasten
mit Durchfahrt und Unterführung gebaut. Das war dann eher so für die Jungs auch, die waren da auch dabei. Die haben wir dann aber auch eingespannt, habe ich auch ein Foto. Die mussten auch mit Puppenwagen rumfahren, hilft ja nichts. Ja, die saßen dann auch auf der Decke und so, weil wenn man hätte, wenn jetzt viel mehr Mädchen draußen waren, hat er halt Pech gehabt. Und wenn mehr Jungs draußen war, haben wir uns halt dahin. Das war jetzt nicht irgendwie, nee, es waren immer also wir waren auch ungefähr gleich viel Jungs und Mädels, muss so ungefähr bei uns. Ich glaube, es war auch ziemlich ausgeglichen. Und auch altersmäßig, und da ist es, weil wenn die Jungs Fußball gespielt haben, haben wir halt, manchmal war ich Pfosten, kann auch sein. Ich habe mitgespielt. Ja, Torpfosten. Habe ich auch mitgespielt, manchmal und manchmal stand ich halt. Daher ist so. Kommt der Ausdruck. Ja, voll halt. Voll. Ja, und dann irgendwann war es dann, wenn du nicht mehr im Hof warst, dann hatten dann uns zum Beispiel, als wir dann entdeckt hatten, die Aufzüge waren ja, was hat so ein Personenaufzug? 8 Personen, 6 Personen. Und irgendwann so, okay, wenn man beim Umzug, konnte man ja die aufmachen. Da musste man aber erst in der neuen Heimat nach dem Aufzugschlüssel fragen. Aber wir haben irgendwann rausgefunden, wenn man sich gegen die Innenwand drückt, kann man diese Aufzugtür, die für den Umzug ist, kann man die aufklappen, und haben uns dann praktisch in der zweiten Hälfte des Aufzugs reingesetzt, die Tür wieder zugemacht. Es waren nie interessante Gespräche, aber es hätte ja sein können, dass was Spannendes passiert. Also sind wir stundenlang hinten im Aufzug. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber es war Arschfahrt, aber also wir, gefühlt war das sau spannend. Wir sind an die Garagentür hängen. Das waren da Tiefgaragentür. Das war super. Hängen, auf der Tiefgaragentür mit nach oben fahren. Einer die rennt rein, zieht an der Schnur, die anderen hängen sich hin. Ey, boah, und dann konnte man oben eben sich ans Gitter hängen und dann übers Gebüsch. Voll gefährlich. Es war sehr gefährlich und sehr verboten. Natürlich. Wir sind auch auf den Müllhörschen rum. Da hat es mal einen runterlassen. Ist auch der Notarzt gekommen. Tatsächlich, den hat es auf dem Betonboden drauf. Und wir sind in der Tiefgarage unterm Schreibi mal eingestiegen, und da konnte man in den Lichtschacht steigen und nach oben gucken. Also ihr wart einfach kriminell. Na klar. Nee, Kinder, wenn sie losgelassen, dass sie nicht dürfen. Nee, das war nicht verboten. Auf der Wiese Fußball spielen war verboten. Ja, es stand nicht, hängt euch an das Garagentür oder hinter. Ja, hätte man schon müssen. Hätte man trotzdem gemacht. In der Tiefgarage Rollschuh fahren war ziemlich großartig, und auch Fahrradfahren. Ja, und es war auch verboten. War so richtig schöner, glatter Boden und viele geile Kurven. Ich glaube, mein eindrücklichstes Erlebnis, ich erinnere mich, im Schlauchboot auf dem Haarer Jagdfeldsee, und der beste Freund von meinem großen Bruder und ich sind gepaddelt. Und weil auch das hat sich ja vermischt, was ja wirklich spannend war immer. Genau. Und ich habe bei dieser Bootsfahrt pfeifen gelernt. Und ich erinnere mich daran sehr gut, bin sehr stolz drauf. Pfeifen durch die Finger oder einfach pfeifen? Nur ganz normal. Darüber hinaus bin ich nie gekommen. Efi pfeift doch. Ja, sehr gut. Schau. Mega. Hat er auch gesagt. Ich finde, dass du ganz gut pfeifen kannst. Zusammenfassend war es gefühlt eine wirklich Kindheit der Freiheit. Ja, total. Ja. Ich würde es noch ganz gerne wissen, ob irgendjemand, der sich das anhört, sich daran erinnern kann, dass es eine Waldschule gegeben hat. Ja. Hinten im Wald zur Ferdinand-Kobell-Straße Richtung Keferloh, da ist ein Waldklassenzimmer gewesen. Aber das sind die Jüngeren gewesen, es war ihr und Jünger. Das ist tatsächlich so, da haben wir Unterricht im Wald gemacht. Wir sind da mit der Frau Lehrerin Dingsbums, Grundschule, irgendwas, was weiß ich. Haben wir unser Kram mitgenommen, da waren Bänke auf einer Lichtung, das gibt's alles nicht mehr. Und ich habe das wenn du Ferdinand-Kobell-Straße hinterfährst, bis ganz hinter, und dann gehst du da so durch und ein bisschen rechts, da sind bevor der Feldweg nach Keferloh kommt. Nach rechts rein. Genau, und da, ich habe das mal gesucht tatsächlich. Mhm. Wo das hätte sein können, weil Lichtung, gut, das wächst dann irgendwann zu. Ich habe noch Fotos davon. Wirklich? Nein. Das ist ja cool. Nein. Ich glaube, ich habe Fotos von der Baumschule. Und für mich war das nämlich immer Baumschule, und ich habe dann sehr lange den Begriff Baumschule nicht verstanden. Weil Warst du auf der Baumschule? Ja.
Und es war das draußen, das Klassenzimmer draußen und es. Ja, ist super. Ja, ja, geil. Nee, und das ist auch super, tatsächlich. Und dann möchte ich noch kurz in Erinnerung rufen, dass wir sowohl Waldmeister, Himbeer und auch Suppe in der Schule hatten. Also das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Hundertprozentig gab es die Suppe auch bei dir, weil ich habe immer Suppe. Ich habe es geliebt. Ja, es gab es nicht. Ja. 20 Pfennig hat es gekostet und die Claudia sagt immer, das stimmt nicht. Und also ist wir es reden von der Jagdfeld-Grundschule. Ja. Also bitte. Jagdfeld-Grundschule gab es rechts, gab's rechts warme Suppe, warmen Waldmeister Doch, ich weiß und es. Warmen Himbeer. Es gab Erdbeer, Vanille und Schokomilch. Nein. Ohne Nein. Scheiß. Es gab Suppe, ich weiß es. Und Waldmeister habe ich auch und geliebt. Und das war super, war das. Also, das sind meine zwei Sachen, sehr die ich auch. Immer loswerden wollte, ja, weil sich da so wenig Leute daran erinnern. Und ich immer, das kann doch nicht sein. Zum Abschluss von jedem Podcast gibt es feste Rubriken. Wir haben jetzt hier mal die erste und zwar ist es H in drei Worten. Drei Worte reichen nicht. Kindheit, Wurzeln, Glück. Ja, toll. Ich schwenke nochmal um, ich überlege noch. Also ich finde das immer so plakativ mit diesem Heimat und daheim und so weiter. Das stimmt schon, ist tatsächlich, ich kann da nicht so viel sagen dazu. Ich wohne wahnsinnig gern hier. Das sind meine drei Worte. Ich habe, glaube ich, in H geblieben zu sein, hat Vor- und Nachteile. Die zweite Rubrik lautet, wenn ihr einen Zauberstab hättet, was würdet ihr an H weg- oder hinzaubern? Sofort, dass Gasthof zur Post wieder offen wäre und dass das Seniorenheim gleich um die Ecke wäre, dass die Senioren wirklich auch wirklich im Ortskern wieder wären. U-Bahn-Anschluss. Also ich würde mir wünschen, dass die Leibstraße nicht so verstopft ist. Aber das wird vielleicht einfach nicht stattfinden. Einfach mehr Ruhe und gechillt. Und ehrlich gesagt, dass ich hier im Zinksack auch noch bin. Und auf dem Friedhof, das wäre mir schon recht, ehrlich gesagt. Alles gut. Ja, ich ziehe auch nicht mehr um. Pech. Ich auch nicht. Du bist Yeah, baby.